Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen endlich nochmal zu einem neuen Video. Ich habe es ja die letzten 5 Monate ein wenig schleifen lassen, direkt nach dem 3. Video. Ich würde gerne sagen, dass es daran lag, dass ich wahnsinnig viel zu tun hatte und ultra busy war. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich einfach nur zu faul, um mich damit zu beschäftigen. Aber weil es jetzt wieder was Neues zu erzählen gibt, habe ich gedacht, es ist vielleicht an der Zeit, diese Kamera hier nochmal auszupacken und nochmal mit euch zu sprechen, euch ein paar Dinge zu erzählen. Und vornehmlich geht es hier rum. Mein Magazin, The Analog Times, da gibt es nämlich wichtige und große Neuigkeiten zu und die erzähle ich euch gleich. Und zwar ist es so, dass ich dieses Magazin, The Analog Times, zum ersten Mal rausgegeben habe, Ende letzten Jahres. Da kam die erste Ausgabe auf den Markt und ich erinnere mich noch daran, dass ich wahnsinnig nervös war, wahnsinnig aufgeregt, geplagt von Selbstzweifeln. Allein aufgrund der Frage, ob dieses Ding überhaupt jemals das Licht der Welt erblicken würde, weil ich das Ganze über das Crowdfunding gemacht habe. Aber es kam genug zusammen und die Leute waren wirklich wahnsinnig happy mit dem, was wir da veranstaltet haben, ich und die 4 anderen Jungs. Und ja, es hat mich wahnsinnig gefreut, es hat mich umgehauen, wie gut das Ding weggegangen ist. Und es ist so weit gekommen, dass wir jetzt aktuell noch 5 Exemplare, nur noch 5, wow, 5 Exemplare auf Lager haben von dieser ersten Ausgabe. Wer also sich noch keins gesichert hat oder schon eins hat und es toll findet und verschenken möchte, das ist jetzt der letzte, wirklich die allerletzte Chance, sich das Teil zu holen. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und da kommt ihr in meinen Shop. Ja, und es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt als diesen hier, um darüber zu sprechen, dass die 2. Ausgabe von The Analog Times schon in Planung ist. Und zwar ist da auch schon soweit alles durchgedealt mit den Fotografen und ich kann euch sagen, es sind ganz, ganz, ganz fantastische Fotografen dabei. Die 2. Ausgabe wird noch besser, vielleicht noch ein Stückchen besser sogar als die 1. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon unfassbar neugierig. Ich kann es kaum erwarten, dass die Ausgabe rauskommt. Momentan ist der Stand der Dinge so, die Fotografen haben ihre Bilder eingereicht, die sind auch schon mehr oder weniger ausgewählt. Und im nächsten Schritt werde ich dann zusammen mit meiner Designerin, mit der Angie, die Bilder setzen, das Ganze in ein schönes Layout packen. Und ja, dann sollte die 2. Ausgabe von The Analog Times mit ein bisschen Glück Ende Juni, sonst halt Anfang Juli, rauskommen und erscheinen. Diesmal vollkommen ohne Crowdfunding. Das haben wir beim ersten Mal gemacht und das war super und das war für mich eine super Erfahrung und tolle Gelegenheit, um ein bisschen Werbung zu machen. Aber ich glaube, dass es mit der 2. Ausgabe das Magazin an einem Punkt angekommen sein muss, wo es für sich alleine spricht und dadurch, dass beim ersten Mal halt jetzt mittlerweile bis auf 5 alle Ausgaben weggegangen sind, bin ich guter Dinge und habe das Vertrauen, dass auch die 2. Ausgabe ein Erfolg wird. Vor allem aufgrund des Feedbacks, das ich von euch allen bekommen habe. Also wirklich, ich kann gar nicht zählen, wie viele Menschen mir geschrieben haben, nachdem sie das Ding bei sich im Briefkasten gehabt haben und gesagt haben, dass sie das wahnsinnig schön finden, dass sie es lieben, einfach da durchzublättern und sich die Arbeiten anzuschauen. Und dass sie es vor allem gar nicht erwarten können, wann eine 2. Ausgabe rauskommt. Die wird es diesmal also nicht in Form eines Crowdfundings zu kaufen geben, sondern nur im Shop auf meiner Website. Und was soll ich sagen, ich kann gar nicht erwarten, dass es losgeht. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und die 2. Ausgabe kommt bei euch genauso gut an, wie es die 1. getan hat. So, und das war's auch schon wieder. Das war das, was ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt und in freudiger Erwartung, wie ich es bin. Und ja, lasst uns hoffen, dass es diesmal nicht nochmal 5 Monate dauert, bis ich die Gelegenheit finde, mich das nächste Mal an euch zu wenden und nochmal mit euch zu sprechen. Falls ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, was auch immer, schreibt es in die Kommentare unter das YouTube-Video, schreibt es in die Kommentare unter das IGTV-Video, schickt mir eine E-Mail, eine Direct-Message auf Instagram, scheißegal. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Peace out.